Da war auch eine Frage mit Elemental. Was ist es überhaupt? Man muss ja Elemental eigentlich aufrufen, also geistig. Man reibt aber die Hände, das sind die Werkzeuge. Also bei Elemental geht es eigentlich um beides. Also ist so eine gesunde Mischung sozusagen. Aber wie gesagt, da muss man sich von Elementalen auch nicht schützen. Also das ist ein Teil deiner Energie, was verstärkt wird. Es wäre eine Art Antenne, die nach oben führt. So, wie bewahrt man die Kräuter? Also ich bewahre meine Kräuter in den Gläsern, also wenn ich sammle. Und zwar zuerst natürlich sehr gut trocknen lassen, im Schatten, also nicht unter der prallen Sonne. So, anstatt Gläser kann man auch Säckchen nehmen oder Papier zum Einwickeln. Das Papier muss aber natürlich kein Papier jetzt von der Zeitschrift sein oder Zeitung, also ohne aufgedruckt zu sein. Sauber, also wegen der Farbe einfach. Und das ist dann okay. Also Säckchen nehme ich aus Baumwolle, aber ansonsten Gläser, weil die Gläser können auch sehr gut zugeschraubt werden, also damit keine Luft reinkommt. Also man kann ganze Pflanzen nehmen, man kann Teile verwenden. Das ist es eben. Also und im Großen und Ganzen gibt es tatsächlich die Möglichkeit, in den Gläser die Kräuter am besten zu bewahren. Ob alle Kräuter der Welt in meinem Heilbuch sind, also dabei sind, also quasi in dem Kräuterbuch, nein, die sind ja natürlich die wichtigsten auch dabei. Also Kräuter mit der Wirkung für jeden Tag. Also und die kann man nicht nur als Tee verwenden, sondern man kann auch Auflagen machen mit Kräutern und alles Mögliche. Da sind auch viele Rezepte. Dann war die Frage noch bei Ritualen. Beschreibst du, was wir uns mit kleinen Opfergaben bei der Mutter Erde bedanken sollen? Also, dass wir uns. Es ist okay. In erster Linie ist es so, etwas weggeben, das ist eigentlich Opfergabe. Ich persönlich mache das in der Natur. Ich bringe was in den Wald, was aber natürliches, abbaubares sozusagen. Also es kann Stückchen Holz sein, das können auch Blumen sein, Kräuter sein und so weiter. Ansonsten, wenn man in der Stadt direkt wohnt, also wo alles asphaltiert ist, kann man das genauso machen, natürlich wie auch beschrieben hier in der Frage, dass man das auch vielleicht mal eine Stelle für Opfergabe macht, sagen wir einen Topf, Blumentopf mit ein paar Blüten. Und dahin etwas hineinlegt. Also dann muss es auch nicht immer vergraben werden, wobei die Opfergabe wird eigentlich fast nie vergraben, sondern einfach auf die Erde gelegt. Das ist noch leichter. Also auf die Mutter Erde. Apropos, wenn man so eine Stelle macht zu Hause, wo man sagt, okay, ich möchte unbedingt jetzt einfach mal eine Opfergabestelle machen, dann nimmt man die Erde doch von draußen, nicht die Blumenerde von der Tüte, weil das ist keine echte Erde, sondern die Erde, die man aus dem Wald vielleicht mal holt oder irgendwo tatsächlich aus dem Park. Also man kann es auch immer noch mischen mit normaler Erde, aber ein Teil der Erde muss aus der Natur kommen. Was ist Esslavendel? Esslavendel ist das normale Lavendel, was man essen kann. Also gemeint ist echter französischer Lavendel. Bei Ritualen gegessen wird es nicht, aber räuchern kann man das definitiv auch. So, ich habe einen Zauberstab für mich hergestellt. Dafür habe ich ein Stück Holz von meinem Rosenstrauch abgesägt und mich dabei verletzt. Als ich das Blut sah, dachte ich, bestimmt nicht verkehrt, wenn ich dort den Bergkristall hinkommt, seine Blutstropfen draufstreiche, vielleicht versteckt das Grab des Stabes. Da habe ich hin und her überlegt, ob das wirklich eine gute Idee ist. Habe alle Zweifel ausgeblendet und den ersten Gedanken so stehen lassen. Kann ich so lassen oder? Also man kann es schon so lassen. Aber solche Stäbe, die mit Blut verschmiert werden, also gibt es ja auch eine alternative Herstellung, wo man tatsächlich einen Tropfen Blut auch noch auf die Fetische gibt, also sprich auf die Werkzeuge. Das funktioniert sehr gut. Solche Werkzeuge darf man aber nicht jemandem zum Arbeiten geben. Das heißt, das ist dein Stab in dem Fall und du kannst es
benutzen. Es funktioniert vielleicht sogar besser als ohne Blutstropfen, aber es darf nicht in fremde Hände kommen. Das ist wichtig. Also Weihung muss man jetzt nicht unbedingt machen. Da war auch eine Frage in der Gleichfrage drin, ob man jetzt irgendwas mit Weihung bei Neumond noch dazu machen sollte. Für mich ist es immer in Ordnung, wenn man auf Weihung entsteht. Also Weihung oder Segnung. Also ist aber kein Muss.